Wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir haben das Biest dabei. Wir haben jetzt unsere Marionetten dabei. Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, dass wir mit dieser Tempokugel nur zur Himmelsbasis kommen. Das ist ein bisschen doof, aber okay. Dann gehen wir zur Himmelsbasis. Dann machen wir straight up da weiter. Dafür haben wir es ja grundsätzlich gemacht, dass wir dorthin kommen. Das war ja unser Plan. Und da hochgeschossen. So, in dieser Himmelsbasis. Die Himmelsbasis geschafft. Wonach suchen wir? Was auch immer die Wolkenproduktion stoppt, es gibt bestimmt irgendwo einen Kontrollraum. Und wenn wir diesen verdammten Katalysator finden, klar doch, dann zerstören wir ihn. Ja, ich würde ganz gerne Reshan, auch wenn er jetzt nicht mehr der Real ist, sondern nur noch eine Puppe, würde ich ganz gerne hauptsächlich mal mit reinnehmen. Wir müssen die Wolkenproduktion wieder starten. Ja, warte mal, wir müssen das Speed nehmen und hier den dumpfen Schaden machen und danach kann ich auch hier, wenn ich es richtig time, den Spell countern. Und dann schaue ich mal, dass ich direkt hier weiter Schaden mache. Oh, fast perfekt beim ersten Mal. Das wäre schon cool gewesen. Wie wäre es denn jetzt gerade mit Serai? Dreimal mitnehmen und eine Giftsalbe. Ich glaube, das könnte schön viel Schaden machen. Verkackt. Aber egal, der Spell wurde gecountert. Mehr braucht man in dem Moment auch nicht. Teleporter? Okay. Ach nee. So. Und den hier nach vorne. Und den hier nach vorne. Jetzt nochmal swappen, weil ich gerade gesehen habe, dass da eine Muschel ist und ich muss die Muschel mitnehmen. Entschuldigung, Schnecke meine ich natürlich. Ich meinte natürlich Schnecke. So, und den hier runter. Und dann können wir da drüber hoppeln. Hallo! Das kriegen wir hier direkt weg. Dann tauschen wir auf Reshan und ziehen die zusammen hier. Verwundbar gegen Arkanschaden. Gut zu wissen. Und den können wir noch mal kicken. So, kann ich... Das kann man so machen, dann kriegen wir die beiden weg. Den kriege ich durch einen normalen Hit weg. Und er hinten greift halt nochmal an. Fein. Ist jetzt nicht das Schlimmste von der Welt. Haben wir. Wir kriegen auch wieder ordentlich Erfahrungspunkte. Was macht das hier?
Wir haben gerade die Ebene gewechselt, aber ich weiß halt nicht, wie. Also inwiefern wir die Ebene gewechselt haben. Ich drücke hier irgendwelche Dinge. Und hoffe einfach, wir gehen da schon rein. Ich will die Gegner mitnehmen. Tauschen auf Valere, Monterang und Randa. Ich will eigentlich schon Erfahrungspunkte so nebenbei mehr oder weniger mitnehmen, wenn es mitzunehmen geht. Wobei die halt auch nicht mehr so viel bringen. Ist krass, wie steil die Kurve jetzt ist. Von den Erfahrungspunkten her. Jetzt sind wir wieder im... Okay, sind wir wieder hier. Dann nutzen wir doch kurz mal unser Lagerfeuer. Muss ich was kochen? 9 von 10 Gerichten? Das heißt nein. Wolken töten ist unser Ziel. Wolken töten. Und hoch. Wie krass weit oben wir jetzt sind. Wir sind definitiv über der Wolkenebene. Da kann ich nichts machen. Da kann ich was machen. Da muss ich was machen. Westflügel nach Kollision mit einem Asteroiden schwer beschädigt. Bereich aus Sicherheitsgründen abgeriegelt. Überschreiben. Verweigert. Überschreiben von Notfallmaßnahmen nicht möglich. Wir machen weiter. Oh Gott. Die Ziel ist halt einfach anders drauf. Ja, gut. Das ist jetzt vielleicht alles nicht mehr so fit hier, aber sind wir mal ehrlich, ich habe das alles hier schon schlimmer gesehen. Ach, der ist oben irgendwo. Gegen die konnte ich mich gerade eigentlich gar nicht richtig wehren. Das ist der einzige Angriff, der 2 Spells wegkriegt. Mitte und rechts. Der andere geht halt durch, da kann ich nichts machen. Oh, was? Okay, aber es wirkte so, als wären meine Lebenspunkte halbiert worden. War das gerade ein Halbieren? Ich weiß nicht. Combo Mondarkan können wir auch mal draufsetzen. Zack, zack. Und hier den letzten Angriff, dann sind wir mit denen fertig. Kurze Heilung. Coole Idee eigentlich, ne? Coole Idee. Musst du dich draufstellen, musst du das Richtige machen. Ach, von der Seite aus. Holla. Dadurch ist das wieder aktiviert. Jede Menge Gegner und ein Teleprompter. Der da rechts oben ist. Nur... Wie kommen wir vielleicht darüber? Gar nicht? Das ist schade. Das ist schade. Ja, wir sind gerade fit, ist okay. Wie viele sind's? Es sind nur die 2.
Blöde ist halt, dass der jetzt hier wieder ein Schild gibt. Ja, das war der Schildkerl. Oh Gott, ey. Nichts Nervigeres als der Schildtyp. Komm, mach mal einmal hier einen richtig dicken Schlag. Dann ist das Schild weg. Dann können wir noch mal mit den normalen Angriffen drauf auf ihn. Und jetzt noch mal mit zweimal Energie. Reicht ja auch. Fast schon nervig. Sind die Kleinen hier? Druck im Nordflügel stabil. Gewehrezugang. Der Nordflügel. Okay. Kriege ich hier auch noch eine Energie? Ah, okay. Okay. Ich hol's einfach erst schon mal runter. Lass überlegen, wenn ich den da hochschiebe. Kurzer Swap. Dann kann ich den da reinschmeißen. Ist aktiviert. Dann nochmal so rum. Wieder zurück. Und dann reinschubsen. Teleporter. Oh, hier eine Kiste und eine Heilungsmöglichkeit. Notenblatt Nummer 7. Speichern wir. Wolken töten. Es sind zwar erst 6 Minuten, aber egal. Okay, hier war es wieder. Stumpfer Schaden. Und danach auf Serai wechseln. Alles an Energie mitnehmen und eine Giftsalbe. Vielleicht kriege ich sie diesmal besser hin. Besser war es schon. Gut war es nicht. Weil der hier uns halt auch angreift. Was hast du da vor, du kleiner Arsch? Ich hoffe ja, dass ich genug Erfahrungspunkte zusammenkriege für ein Level-Up vor dem F hier. Vor diesem Katalysator. Was mich halt interessieren würde, bewegen wir uns oder bewegt sich der Rest? Wahrscheinlich bewegen wir uns. Kiste. Ein Fragenpaket Nummer 8. Uiuiui, es geht weiter hoch. Schon echt hübsch alles da hinten. Noch weiter hoch. Ach so, nee, nicht noch weiter hoch, sondern in anderer Position hoch. Und zwar hier. Jetzt sind wir faktisch genauso hoch wie zuvor, nur eben an einer anderen Position. Und wir speichern automatisch. Oh, 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 oh. Da ist nichts.
Da sind direkt ein paar Gegner, die ich so nicht an einer Stelle haben möchte. Das hier können wir countern. Das machen wir auch. Dann greift der links an. Dann warte mal den hier darüber. Alle zusammenziehen. Gut. Und dann kann ich ja hier einen dicken, fetten Sonnenball reinkloppen, ne? Auf ihn. Also was heißt dicken, fetten? Ja doch, offensichtlich schon. Alles klar. Jetzt geht's für uns nach rechts. Weiter rechts geht's nicht. Mal schauen, ob ich das schaffe. Den in der Mitte abzubrechen ist das Wichtigste wegen dem Schild. Ja, wir haben es geschafft. Direkt auch gekillt. Dann kriege ich den hier? Ja, den kriege ich auch. Und die Spezialfähigkeit habe ich noch nicht mal gesehen. Okay. Hui, hui. Und da reicht ein ganz normaler Hit. Wir aktivieren den Weg nach links. Dann hier wieder raus, zweimal nach links. Nochmal. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende hier. Hier können wir uns nochmal ausruhen. Dann speichern wir wieder. Dann, was ist das? 3D-Drucker, Verkaufsautomat online. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Plasma durch und Rosenholzkorken. Und ein bisschen Rüstung wäre eigentlich auch nicht schlecht. 11 plus 11 und 15. Ich habe halt fast keine Kohle. Weil ich den ganzen alten Mist noch dabei habe. Und auch hier so ein paar Äpfel. Ein bisschen Kohle sollten wir schon mal wieder machen. Ein bisschen Pfirsich verkaufen, ein paar rote Beeren. Wir kriegen kaum noch solches Kochmaterial, leider. Aber zur Not kann man ja auch immer mal wieder nach Myrt und da dann ein klein bisschen was abholen. Ach, ich kann... Zwiebeln, ey, wie viel Zwiebeln man haben kann. Ah, 999 ist das Maximum an Gold. Okay. Dann noch Waffen. Und jetzt sind wir komplett ausgerüstet. Ich habe wahrscheinlich Surf and Turf, das lerne ich mal. Ich habe wahrscheinlich jetzt gerade ultra viel Geld verschwendet, weil ich einfach nur verkauft habe. Aber okay, egal. Egal. Hier drüben, das ist... der Katalysator. Eindringlinge in der Kommandozentrale.
Gefechtsmodus aktiviert. Bereits, ey? Allerdings. Der Wiederholer. Puh, keinen einzigen geblockt. Der Salver. Ich zerstöre erstmal ein Ding komplett. Okay. Das war's dann schon. Was macht der Salver? Ach, der Salver ist gerade noch nicht aktiv, weil er gerade erst zerstört wurde. Oh, ich dachte gerade, das ist so ein fortlaufender Kampf, deswegen wollte ich jetzt hier noch ein bisschen Energie sammeln eigentlich. Aber es hat nicht ganz so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und der Sprintschlag. Damit wir erstmal alle treffen. Die Salve. Ach, keinen einzigen geblockt. Wir heilen uns erstmal kurz. Dafür haben wir unseren goldenen Beutel. Und dann würde ich mal sagen, Schwebezustand. Auch wenn wir Gegner jetzt nicht zusammenziehen. Wir machen allen Schaden, hoffe ich. Wir machen nicht allen Schaden. Das ist bedauerlich. Dann... Mundmerang. Da machen wir halt definitiv allen Schaden. Gut. Wieder ein Sprintschlag. Reparatureinheit, bist du wahnsinnig? Oh, das ist so ein unangenehmer Winkel, dass das über Kreuz geht. Aber haben wir trotzdem ganz gut. Sprintschlag auf alle? Muss ja, ne? Was willst du sonst in dieser Situation machen? Ah. Wir nehmen Reshans Angriff. Der heilt alle und macht dann allen Schaden. Ich denke mal, das sollte das Beste in dem Moment sein. Wenn der große Adler fliegt. Definitiv, das war effektiv. Das war richtig gut. War aber noch nicht alles, ne? So.
Erstmal versuchen wir richtig viel Schaden mit dem Mundmerang zu machen. Oh, das ist ein kurzer Weg. Ach du Scheiße. War trotzdem okay. Wir tauschen auf Serai und desorientieren. Combo. Mehrere Arkantreffer, dessen Zug außerdem verzögert wird. Das ist der richtige. Perfekt. Und dann desorientieren. Ja, wir zögern das schön raus. Das Beste, was man da machen kann. Item. Ein Pudding auf Serai. Selber greifen wir mal nur so an. Ach ne, war ein komplett verspäteter Pudding. Schade. Egal. Serai, bist du okay? Ach, an der Maschine haben sie den Cyborgs draus gemacht. Oh shit. Ich erinnere mich. Seelenkurator. Hä? Was ist passiert? Das spielt jetzt keine Rolle. Überprüfen wir das Steuermodul. Das hier erzeugt offenbar die Wolken, aber... Ich habe so etwas Kompliziertes noch nie gesehen. Cedric, sag mir, dass du etwas hast. Gerne. Negativ. Verschlüsselung zu komplex. Ich kann nichts damit anfangen. Beast? Tut mir leid, Serai. Meine Leute waren Baumeister und Magier. Die Wunder der Technologie sind mir ein Mysterium. Wir waren so knapp dran. Also wirklich so knapp. Hä? Der KI-Kern. Verzeihung, auf ein Wort? Hey, seht mal, hier drüben. Der Katalysator ist noch am Leben? Bitte, einen Moment. Bin ich böse? Ich wurde gegen meinen Willen gezwungen, im Katalysator zu arbeiten. Ich muss sagen, es war eine schreckliche Zeit. Kannst du uns helfen, die Wolken zu stoppen? Würde ich gerne, glaubt mir. Aber leider habe ich nur die Funktion, Seelen mit Maschinen zu verbinden. Meine Datenbank enthält allerdings zahlreiche Pläne in Bezug auf die Himmelsbasis. Kannst du sie uns geben? Leider ist alles verschlüsselt. Der Zugriff ist beinahe unmöglich. Ach ja, und wenn ich... Haha, es hat funktioniert. Nur ein Haufen Dokumente und komplizierte Designs. Hier gibt es nichts, womit man die Konsole direkt bedienen könnte. Technisch begabte Ingenieure könnten die Kernfunktion von Plänen und Skizzen ableiten. Empfohlene Aktion, klügere Leute finden. Oh, das ist so oft notwendig. Das ist so oft notwendig. Empfohlene Aktion. Lügere Leute finden. Hey, was ist mit Kyle und seinen Freunden im Uhrwerkschloss? Die sind ziemlich gut in sowas, oder? Ist ein Versuch wert. Ein Anhaltspunkt. Vielleicht könnten sie den KI-Kern auch hacken. Du kommst mit uns. Bitte seid behutsam.
Okay, Zeit, eine Weile in die Heimatwelt zurückzukehren. Der Zugang zum Sternmeer liegt im Nordosten der Hochheiligen Nadel. Südosten. Direkt in der Nähe befindet sich eine Tempokugelstation. Beeilen wir uns! Also, leider ist das alles nicht so einfach möglich, wie wir es gerne hätten. Teleporter. Eingang zu Sea of Stars.